Frau Präsidentin, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja heute anscheinend einen Tag der Initiativen und Denkanstöße. Da reiht sich unser Antrag nahtlos ein. Also die Überschrift, sage ich mal, sei gewählt: Demokratie im Aufbau. Und zwar muss man da wieder ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Unsere Verfassung hier im Saarland ist unmittelbar am Ende des letzten Krieges geschaffen worden, zur Zeit und für eine, wenn auch milde, Diktatur, die hier im Saarland 10 Jahre geherrscht hat. Dementsprechend ist diese Verfassung aufgebaut, und bei der Rückgliederung an die Bundesrepublik Deutschland ist sie nur in ganz unwesentlichen Punkten oder in nur einigen Punkten ist sie geändert worden. Ansonsten haben wir noch die alte Verfassung der damaligen Zeit. Und da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, was alle Verfassungen in der Bundesrepublik Deutschland betrifft, und zwar was die Gesetzgebung betrifft für die Landtagswahl zum Beispiel. Also überall in allen Bundesländern kann man Direktkandidaten wählen. Das ist bei uns nicht der Fall. Also im Saarland können Sie nur, Sie selber wissen ja auch nicht, für wen Sie, für welchen Wahlkreis Sie der Direktkandidat sind oder die Direktkandidaten. Es sind halt eben für jeden Wahlkreis ist eine Liste aufgestellt, und der Wähler hat nicht die Möglichkeit, einen Kandidaten für seinen Wahlkreis, den er sich aussucht, zu wählen. Also in der Wahlgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland für die Bundestagswahl ist das meiner Ansicht nach, ich habe ja schon viele Verfassungen gesehen, und ein guter Kompromiss zwischen Verhältniswahl und Mehrheitswahl. Wir haben also eine Anzahl von Wahlkreisen, und in jedem Wahlkreis wird ein Direktkandidat, eine Direktkandidatin gewählt, und eine gleiche Anzahl, ich denke jetzt mal nicht an die Überhangmandate, grosso modo, eine gleiche Anzahl geht dann über die Listen. Das ist ein guter Kompromiss, aber hier im Saarland ist es tatsächlich so, dass der Wähler, also erstmal ist das Saarland, was den Bundestag betrifft, in 4 Wahlkreise eingeteilt, früher waren es 5, es sind jetzt 4, weil das hängt von der Bevölkerungszahl ab, und die sind auch einigermaßen unübersichtlich zusammengeschnitten. Also ich wohne zum Beispiel in Quierschied und gehöre zum Wahlkreis Homburg. Das muss man einem zuerst einmal erklären, und dann ist das auch sonst wo nicht ganz so klar übersichtlich. Bei der Landtagswahl haben wir jetzt 3 Wahlkreise, die genau auch die Landkreise bzw. den Regionalverband Saarbrücken abdecken. Aber wir haben ein Kuriosum: weniger Wahlkreise für die Landtagswahl, als wir für die Bundestagswahl haben. Das steht also in überhaupt keinem Verhältnis. Und wir haben nicht die Möglichkeit als Saarländer, unseren Kandidaten in einem Wahlkreis zu wählen. So, das ist der Denkanstoß. Und unser Antrag zielt ja nur dahin, dass halt eben man mal prüft, ob das überhaupt mit unserer Verfassung übereinstimmt. Wenn man das ändert in der Richtung, wie ich das vorgeschlagen habe, dann wären andere Initiativen nötig, nämlich die Verfassung zu ändern und so weiter und so fort. Aber es geht einfach mal um den Grundgedanken: wäre es nicht besser, und das ist unsere Meinung, wenn im Saarland auch, wie in der Bundesrepublik Deutschland, es Listen gibt, Landeslisten, aber auch Wahlkreise gibt, die es erlauben, dass man Direktkandidaten wählt. Also wenn ich dann zum Beispiel hier jetzt unsere zahlenmäßige Anordnung sehe, wir sind 51 Abgeordnete, wenn man das sagt, rund 50, man macht 25 Wahlkreise, dann wäre jeder Wahlkreis ungefähr 40.000 Einwohner stark. Ja, zum Beispiel Neunkirchen wäre ein Wahlkreis, Völklingen wäre ein Wahlkreis, Saarbrücken wären 4 Wahlkreise, Quierschied, Friedrichsthal und Sulzbach wäre ein Wahlkreis, also alles überschaubar. Der Kandidat könnte sich oder die Kandidatin viel leichter seinem Wahlvolk präsentieren, sein Programm präsentieren. Er ist auch in der Region vielleicht bekannt. Also das ist unser Ansatz, und wir bitten, dem Antrag zuzustimmen.